Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir die Geschichte von Yasakawa, von der Dienerin von hier gemacht. Und mussten leider mit zusehen, wie sie im letzten Abteil oder im letzten Stück ihrer Reise gestorben ist. Aber jetzt schauen wir, dass wir weitermachen. Wir kümmern uns jetzt um den Schrein, den wir unterwegs getroffen haben, und danach um den Onsen, den wir unterwegs auch hatten. Bin ich jetzt falsch? Nicht. Perfekt. Und dann gehen wir hauptstory-technisch weiter, weil dann können wir dieses Gebiet auch langsam abschließen. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Story-technisch meine ich natürlich, ne? Beim Mongolenlager haben wir alle bis auf die Burg. Ich schätze nicht, dass wir heute die Burg anfangen zu stürmen, aber ich glaube ansatzweise alles vorbereiten für die Burg. So. So, hoch geht's jetzt. Ja, wir sind gleich oben. Interessant. So, hier, hier und hoch. Naja, perfekt. Einmal nach oben. Hier war man tatsächlich noch nicht. Hier und wir sind da. Wir sind vor dem Schrein angekommen. Damit ein weiterer in der Schreine abgeschlossen. Und schauen wir mal nach, was für ein Kami jetzt hier aber uns erwartet. Der Jagd-Kami. Bleib unentdeckt, wenn du Gegner aus dem Gras heraus ermordest. Na stimmt, wir haben ja auch andere, die ich glaube ich noch nie angeguckt habe. Ermordete Gegner lassen zusätzliche Munition und Vorräte fallen. Wenn Windglocken verströmen giftige Dämpfe, die Gegner tötet, diese aufheben. Wer wird zwei zusätzliche Karten? Nee. Nee, passt schon so. So, jetzt kümmern wir uns um den Onsen. Mal gucken, über was wir jetzt sinnieren. Wäre Samurai zu sein, doch nur so einfach wie in warmes Wasser zu gleiten. Perfekt, dann müssen wir jetzt unsere Rüstung machen. Lasst nicht eure Rüstung veredeln. Das ist die falsche. Das ist die Kenze-Rüstung. Die sieht eigentlich geil aus. Ja, Samurai-Clan. Erhöht die Herausforderungsserie um 2 nachgewonnene. Ah, deswegen. Es gibt nichts Stärkeres.
Deswegen konnte ich... Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Deswegen konnte ich einen Gegner mehr in der Serie herausfordern. Ihr habt meinen Dank. So, jetzt machen wir mal die Ausrüstung an. Jetzt passen wir aber die Ausrüstung an. Erstens nehmen wir keinen Helm. Und dann ein schwarzes Stirnband. Ein dunkles mache ich natürlich. Das hier. Und wenn, dann nehmen wir irgendeine Maske hier. Die Sakai-Maske. Perfekt. Dann gucken wir mal nach, ob wir hier was machen können mit der Rüstung. Ich hoffe ja schon. Ja, mein neues Werk ist perfekt für euch. Rüstung unentdeckt. So, machen wir mal alles schwarz. Glauben, die Schatten kommen sie holen. Ihr werdet aussehen, als zöge die Dämmerung in den Kampf. So. Schnell reise hier hin. Wo ist... unser Vater, schätze ich mal. Da, irgendwo da vorne. Da, Vater vor allem, unser Onkel. Handelt eure Waffe, Fürst Sakai. Gute Arbeit. Dank euch haben wir eine Armee, um meine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Eine Abrechnung in Blut. Das heißt, wir werden jetzt Ryuzo wahrscheinlich umlegen. Yuna möchte vielleicht mitkommen. Aber erstmal habe ich was vergessen, Offcamp zu machen. Und zwar das hier im Moment. Das ist Schwarzpulverbombe, das ist Haftbombe. Oh, habe ich tatsächlich... Ah, ich habe R1 nie wieder gedrückt. Egal. Machen wir hier. Das ist nach oben. Das heißt, 8 Fähigkeitenpunkte brauchen wir jetzt, um den ganzen Kaket, das was wir noch übrig haben, zu verbessern. Wir können nicht alles mitnehmen. Was lässt du zurück? Mehr als du auch nur ahnst. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Vorkoyasan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryuzo und ich bringe dich zum Chef. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Yuna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch.
mein Herr. Hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Ich kann das allein, im Schatten der Nacht. Okay, verlassen wir das Kriegslager. Ich werde dich kriegen, Ryoso. Abrechnung im Blut. Wir haben eigentlich fast alles schon besucht. Aber hier waren wir noch nicht. Abrechnung im Blut. Das heißt, Ryoso wird jetzt seinen letzten Kampf mit uns haben. Vor Koyasan, ein Nest voller Verräter. Ich muss das vorausspähen. Ja, von da oben. Ja, du musst eigentlich nicht ausspähen. Du musst einfach reingehen und sagen, wer mein Kopf will, soll ihn sich holen. Und dann kommen doch sowieso alle angerannt. Mongolen, als wären Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai, wartet! Psst, ihr verratet uns noch. Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert... Lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Samurai, Tokloch auf! Er hat einige weggenommen. Das ist echt nicht schlecht eigentlich, ne? Er hat tatsächlich einige mitgenommen. Ja, ich muss doch hier runter, damit ich darüber komme. Gehen wir rein in die Burg, ins Fort. Gut gemacht, Taka. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Keine Spur von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim kleinen Bogen. Seid ihr so feige? So, damit dürfen wir jetzt 4 Leute wegnatzen können. 1. 2. 3. 4. Perfekt. Leiden beenden. Gut, Daumen mit dir. Gut, hier. Und down hier. Perfekt. Er hatte mich gerade echt übersehen, dass ich vor ihm stand.
So, damit haben wir die Kampf... die Geistkampfhaltung. Die können wir wahrscheinlich aber nicht gegen Ryoso benutzen. Ryoso, schön dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Fürst Sakai! Fürst Sakai! Bitte wacht auf! Taka, wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. So. Ich muss das nur lockern. Taka, sei tapfer. Wir müssen Durst haben. Meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Oh. Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ja! Komm. Ich brauche mein Schwert.
Es ist jetzt alles verräumt worden. Nett von den Leuten. Nett. Ich töte alle. Danke für dein Opfer, Tucker. Nein, die fordert nicht mal raus, die Leute hier. Sagt euren besten Krieger, Zeit, das zu töten. Euch netzlich mieder. Verdient den Tod! Es gibt keine. So. Dreckiger Verräter! So. Geistkampfhalter. Down mit euch. Komm, ich suche gerade die Haftbombe. Komm. Ja. Dass sie das auch so offen gezeigt haben. Ja gut, das ist auch ein Game ab 18. Oder? Ab wann ist ein Ghost of Tsushima? Keine Ahnung. Aber holy moly, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Das habe ich nicht erwartet gerade. Gar nichts davon. Ich dachte, Yuzu stellt sich wie ein richtiger Samurai, aber anscheinend will er keiner werden. Jin! Yuna! Ich habe den Khan mit Ryozo ausreiten sehen. Wo ist Tucker? Ich weiß, er ist hier. Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Nein! 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 Yuna, warte! Tucker! Er hätte gar nicht hier sein sollen. Warum hat er nicht gehört? No! Er wollte dich stolz machen. Er wollte sein wie der Geist. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen! Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Hey, dann. So, hier. Down mit dir. Komm, jetzt kommen auch Hunde dazu. Aber die Hunde kriege ich wenigstens jetzt mit einem Schwertschlag down. Ich hab's nicht getötet!
So. So, hier. Da. So, hier. So. Schau mit dir. Bro, holy moly. Komm jetzt noch den anderen Dicken hier weg. Komm, meine Fresse. Lass mich doch einfach den Dicken wegräumen. So. Ach, Moment hier. Gut, hier. Da. Das waren alle, oder? Ja. Das waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryoso ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Khan. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryoso. Jeder Mongole auf dieser Insel. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. Töte die Verräter im Namen eines gefallenen Freundes. Und er hat schon wieder das Gesicht drauf. Also ist tatsächlich sein trauerndes Gesicht nach der Mission. Und was ich gesagt habe am Anfang der Folge, es wird kein Happy End, wie es ausschaut. Ryoso war feige und hat uns hinterrücks angegriffen. Oder angreifen lassen. Naja. Starte den Angriff auf Burg Shimura. Damit würde ich jetzt eigentlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge starten wir das Ende von Akt 2. Ciao. Euer Gladius.